Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Zweite und dritte Liga im Verbund. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn ich die beiden Ligen in einem Video verpacke, da ja manche beides sehen wollen, manche wollen nur das eine sehen, sind natürlich auch die Timelinks hier in der Übersicht aufgeführt. Das heißt, springt auch gerne direkt zu eurem Spiel. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Jetzt geht's los mit der zweiten Liga. Viel Spaß dabei. Und natürlich noch einmal kurz im Überblick die Tabelle der zweiten Liga. Drückt gerne kurz auf Stopp, um euch die genauer anzuschauen. Jetzt geht's los mit Darmstadt gegen Fürth. Schauen wir zunächst auf die erste Freitagabendpartie. Darmstadt gegen Fürth. Da konnte Serdar Dursun in der 12. Spielminute das 1:0 für die Lilien erzielen. Ein wunderbarer Treffer des Mittelstürmers. Zuletzt konnte Darmstadt ja nur ein 1:1 aus Regensburg mitnehmen. Greuther Fürth ist weiterhin auf dem aufsteigenden Ast. Hier mussten sie sich gegen Darmstadt aber geschlagen geben. Am Ende riskierten sie nochmal viel und wurden dann bestraft. 2:0 in der 89. Spielminute. Doppelpack Dursun und damit die Entscheidung. Darmstadt nach einer sehr schwachen Phase in der zweiten Liga jetzt wieder mit einem Sieg. Ein dickes Ausrufezeichen gegen Greuther Fürth. Mitunter hat man das Gefühl, dass der Hamburger Sportverein auswärts lieber auftritt. Nicht ganz so viel Druck der Fans und eventuell eben weniger Verantwortung, das Spiel zu übernehmen. Jetzt kam der erste FC Magdeburg als Gastgeber gerade so wie gerufen. 3:0 verloren die nämlich zuletzt in Heidenheim. Und der Hamburger Sportverein hatte hier auch die erste Möglichkeit. Nach 6 Spielminuten Mangala, klasse Schuss. Aber knapp vorbei. Es war regnerisch hier in Magdeburg in der MDCC Arena am Freitagabend. Und der erste FC Magdeburg versuchte dann auch mal ein Offensivspiel aufzuziehen. Ja, erst einmal in dieser Saison gewonnen, dafür aber auch schon 6 Unentschieden. Jetzt kam sie hier über Beck das erste Mal zum Abschluss. 13. Spielminute, gute Parade auch von Julian Pollersbeck. Schöner Schuss vom Top-Torjäger der Magdeburger. Und die versuchten jetzt mehr und mehr nach vorne zu spielen. Wieder Beck, etwas überhastet in der Situation, aber diese Phase konnte den Fans der Magdeburger wirklich sehr gut gefallen. Es stand aber weiterhin 0:0. Knapp 10 Minuten vor der Pause dann wieder der Hamburger Sportverein. Zog sich weitestgehend zurück, jetzt aber wieder mal vorstellig. Hand in die Mitte, das Naray, aber der trifft den Ball. Suboptimal. 39 Minuten jetzt gespielt. Es stand weiterhin torlos. So wie schon am letzten Sonntag für den HSV 0:0 zu Hause gegen Bochum. Auch nicht der Anspruch, den man sicherlich sich vorgestellt hatte. Kurz vor der Pause aber drückten die Hamburger nochmal richtig aufs Gaspedal. Wieder Hand. Diesmal mit dem rechten Fuß selber abgeschlossen. Ist nicht sein stärkerer. Scheitert an Brunst, aber da war schon einiges hinter. Schöne Körpertäuschung, aber dann auch eine tolle Parade vom Schlussmann des Tabellen 15. Zur Pause also noch keine Tore in dieser Partie am Freitagabend, aber man konnte sich auf einen spannenden zweiten Durchgang einstellen, weil beide Mannschaften nach vorne jeweils schon gefährlich wurden. Stunde jetzt knapp von der Uhr. Niemeyer mit diesem Querschläger und der HSV sammelt den auf. Ito, Holtby, Van Drongelen, Naray und wieder Aaron Hunt. Und der scheitert wieder an Brunst. Man muss ja den Hut davor ziehen, dass Hunt immer wieder mit rechts auch den Abschluss suchte. Aber mit links wäre es sicherlich gefährlicher geworden. Nächster Abschluss, Van Drongelen. Aber auch das ist viel zu wenig. Und es wurde schon langsam die Zeit knapp. Und der HSV möchte hier unbedingt den Dreier mitnehmen. Das ist jetzt mal Tatsuya Ito. Und ein Sonntagsschuss in der 78. Spielminute sorgt hier für den spielentscheidenden Treffer zum 1:0. Was für ein Traumtor. Aus knapp 20 Metern hämmert er einfach mal drauf, dass er so einen Schuss drauf hat. Das wussten sicherlich beim HSV nicht viele. 1:0 gewinnt der Hamburger Sportverein also. Am Ende nicht unverdient. Im zweiten Durchgang waren sie die klar bessere Mannschaft. Der erste FC Magdeburg muss sich ärgern. Das 0:0 hätte sie sicherlich sehr zufrieden gestimmt. Jetzt müssen sie sich geschlagen geben und warten damit weiterhin auf den zweiten Saisonsieg. Ziemlich fahrlässig hatte der erste FC Köln zuletzt den Sieg gegen Kiel doch noch aus der Hand gegeben.
Georges Mehre und Juan waren sich da nicht einig. Und dann kassierten sie den späten Ausgleichstreffer. Und hier kassiert erstmal der erste FC Heidenheim das frühe Gegentor. Salih Özkan in der fünften Spielminute mit einem Hammer überwindet er Kevin Müller zur frühen Führung für die Kölner Geißböcke. Ein klasse Start für die in komplett weiß gekleideten Gastgeber. Und das Rhein-Energie-Stadion war erstmal hellauf begeistert. Das war ein super Schuss. Müller ist noch dran, aber der ist eben zu wuchtig geschossen und kann den Ball nicht mehr um den Pfosten lenken. Guter Start also für Köln und der erste FC Heidenheim fand nicht in diese Partie hinein. 20 Minuten jetzt schon gespielt. Simon Zoller mit der Flanke und der kommt am zweiten Pfosten runter. Dominik Drexler trifft auch den Ball mit dem Kopf, setzt ihn aber ans Außennetz. Glück in dieser Situation für Heidenheim. Jetzt warten sie auch mal vor der Pause auf. Das ist aber erstmal geklärt von Schmitz. Horn macht sich da das Leben selbst schwer und Strauß mit dem Kopfball. Aber das wird dann nicht bestraft. Den muss Horn eigentlich locker abfangen. Mehre klärt dann auf der Torlinie. Der Gegenstoß folgte auf dem Fuße. Das ist Simon Zoller. Alleine im 16er, wird nicht angegangen, hat keine Anspielstation und macht es dann selber. 44. Minute, erstes Saisontor für ihn. Profitiert in diesem Spiel vom Ausfall von Louis Schaub, der sich ja gegen Kiel verletzt hatte. Und macht das hier aus Spitzenwinkel. Klasse. Und so stand es dann zur Pause 2:0. Der erste FC Köln wollte jetzt nichts mehr anbrennen lassen, aber Spektakel ist im Rhein-Energie-Stadion unter anderem gegen Paderborn ja schon passiert gewesen. Und auch gegen Duisburg, gegen den damals Tabellenletzten verlor man zu Hause mit 1:2. Das heißt, unschlagbar sind sie nicht, aber der erste FC Heidenheim traute sich zu wenig. Köln hätte schon nachlegen müssen, aber Kevin Müller immer wieder mit Paraden musste da seine Mannschaft nochmal ordnen. 20 Minuten jetzt noch zu spielen, es brannte wirklich nichts mehr an. Hauptmann auf Zoller, legt den Ball einmal zurück, gute Körpertäuschung. Das ging jetzt ein bisschen zu weit, vielleicht aus der Gefahrenzone. Trotzdem kommt der Abschluss, aber wieder Müller da. Hauptmann mit dem Schuss aus, ja gut, 13, 14 Metern. Aber etwas zu schwach geschossen. Konnte der erste FC Heidenheim nochmal etwas dagegen setzen. Jetzt wurde es langsam Zeit für den Anschlusstreffer. Dorsch legt zurück. Schnatterer wieder Dorsch. Aber auch der trifft dann nur das Außennetz. Knapp 5 Minuten vor dem Ende. Und so blieb es dann bei diesem 2:0. Ein unaufgeregter, ein souveräner Sieg des ersten FC Köln, der auch so in dieser Höhe absolut in Ordnung geht. Marc Schnatterer und seine Elf konnten heute nicht ihr Spiel auffahren. Und so verlieren sie hier mit 2:0. Schauen wir kurz auf die Partie Aue gegen Bielefeld. Da konnte Dimitri Nazarov bereits in der 11. Spielminute das 1:0 für Erzgebirge Aue erzielen. Zuletzt spielten sie ja 1:1 im Derby gegen Dynamo Dresden. Bielefeld hingegen ist nicht wirklich in Tritt. Verlor zuletzt nach 2:0-Führung gegen Greuther Fürth noch mit 2:3 in der Schüco Arena. Sie kassierten dann vor der Pause sogar noch das zweite Gegentor. Pascal Testroth in der 42. Spielminute mit dem 2:0 eben für Aue. Schön rausgespielt. Bielefeld fehlt der Zugriff. Einmal durchgesteckt und dann ist Testroth relativ frei vor Stefan Ortega Moreno. Der hat keine Chance mehr und dann 10 Minuten vor dem Ende gab es sogar noch das dritte. Aue gewinnt also mit 3:0 gegen Bielefeld. Kann sich damit weiterhin Luft im Abstiegskampf verschaffen. Aus Spitzenwinkel sieht Ortega hier nicht ganz glücklich aus, aber der ist eben auch präzise geschossen. Bielefeld verliert gegen Aue mit 3:0. Schauen wir auf das Tor des Tages bei Paderborn gegen Sandhausen. Und zwar Fabian Schleusner in der 48. Spielminute mit einem sensationellen Treffer, der eben auch das Endresultat bedeutete. Gislason legt auf, Schleusner traut sich, sieht, dass Zingerle etwas zu weit vor seinem Kasten steht und so geht's 0:1 aus. Ostduell an der alten Försterei. Der erste FC Union Berlin empfing die SG Dynamo Dresden. Und nach 5 Minuten hatte die erste Möglichkeit hier
der Gastgeber, weil Dresden das nicht richtig klären kann. Das ist Akaki Gogia, der sich den Ball wieder erobert. Da kommt die Flanke und dann Aosman erstmal nur so halbgar geklärt. Grischa Prömel, der Abschluss sollte langsam kommen. Kroos, Prömel im Zusammenspiel. Andersson legt den Ball auf seinen starken rechten Fuß. Wobei er zwei starke hatte und hier in der 9. Spielminute erzielt er fast das 1:0. Geht aber dann doch einige Zentimeter am Kasten vorbei. Dann auch Dynamo Dresden nach vorne mal aufmerksam. Kone ist das. Moussa Kone. Die Lebensversicherung von Dresden legt hier fast das 1:0 für Dumic auf. Der Defensivakteur mal mit nach vorne gekommen. Schöner Abschluss. Flach, hart und etwas zu platziert. Nach guter Anfangsphase wurde diese Partie dann aber langweiliger und so ging es mit 0:0 in die Pause. Union Berlin ja noch ungeschlagen in dieser Saison, aber man hat eben auch schon 6-mal unentschieden gespielt. Das würde man hier gerne mal gegen Dresden anders sehen. Vor allem zu Hause möchte man gerne mal wieder einen Dreier einfahren. Stunde jetzt gespielt und Union Berlin wurde gefährlicher. Prömel, Gogia, Andersson und der traut sich mal und wird belohnt. Fünftes Saisontor für ihn. Und die verdiente Führung für Union Berlin. Dresden machte im zweiten Durchgang zu wenig nach vorne. Nahezu nichts kam von der Elf von Mike Walpurgis und der ist super angedreht und passt so perfekt ins rechte Eck rein. Und das war eben die hochverdiente Führung für Union Berlin. Und jetzt spielte Dresden in der Verteidigung nahezu konfus. Nur wenig später. Schmiedebach, Prömel, das ist Felix Kroos. Wird nicht angegangen. Andersson, Felix Kroos kriegt den Ball wieder und macht das zweite. Sein zweites Saisontor konnte einmal vorher per Freistoß treffen in dieser Saison. Und jetzt macht er hier zumindest mal die Vorentscheidung. Andersson also an beiden Treffern beteiligt. Einen selber gemacht, den hier jetzt wirklich unmittelbar vorbereitet. Und der nächste Distanzschuss sorgt hier für den nächsten Treffer. Wenn man nicht schießt, wird man nicht belohnt. Und jetzt konnten sie sich auszeichnen durch präzise Schüsse. Und weiterhin konfus. Dumic, was macht er da? Verliert er so fahrlässig den Ball. Akaki Gogia hatte etwas Glück, ist wieder im Ballbesitz. Andersson, Schmiedebach und der trifft nur das Gestänge der Netzhalterung. Es hätte jetzt richtig bitter werden können für Dynamo, die im zweiten Durchgang wenig nach vorne brachten und Glück hatten, dass das nicht noch mehr bestraft wurde. Schmiedebach auf Hartl. Marcel Hartl wird wieder auch nicht angegangen. Schmiedebach nochmal mit dem Abschluss. Und dass der Sechser, der Eisernen, da so viele Abschlüsse hatte, ist auch etwas bezeichnend. Wahrscheinlich die schlechteste Leistung von der Elf von Dresden bislang unter Mike Walpurgis, die bislang ansonsten immer einen sehr guten Eindruck machen konnten. Kurz vor dem Ende versuchte es dann Dresden nochmal anzuschließen. Nicolau bekommt den Ball, Kone und der Abschluss, aber abgefälscht und dadurch zu harmlos. Union Berlin gewinnt dann also relativ unaufgeregt, verdient mit 2:0. Gegen Dynamo Dresden. Sie waren über die 90 Minuten die klar bessere Mannschaft. Dresden machte insbesondere im zweiten Durchgang einfach zu wenig nach vorne und hatte Pech, dass zwei präzise Schüsse aus der Distanz eben den Weg ins Tor fanden. Diese Partie ist wirklich Abstiegskampf pur. Platz 18 gegen Platz 17. Der MSV Duisburg startete hier bei den Schanzern aber deutlich besser in diese Partie. Das ist Schnellhardt, der den Ball zu Tashi rüberlegt. Oliveira Sosa, der auffälligste am Montagabend gegen St. Pauli gewesen. Das ist Wiegel mit der Flanke und da ist Engin mit dem 1:0. Miserabler Start. Mal wieder für die Elf von Alexander Nuri. Thorsten Lieberknecht konnte ja bei seinem Auswärtsdebüt bzw. bei seinem Spieldebüt überhaupt für Duisburg auswärts beim 1. FC Köln Dreier mitnehmen. Und jetzt fing es hier auf des Gegners Platzes wieder richtig gut an. Wie gesagt, beim Heimdebüt von Thorsten Lieberknecht gegen St. Pauli war man nicht sonderlich stark. Dort verlor man 0:1. Aber jetzt hielten sie dieses Ergebnis erstmal eine halbe Stunde. Und dann kam Ingolstadt das erste Mal zu einer gefährlichen Aktion. Das ist nämlich Gimba,
der völlig freistehend den Ball aus wenigen Metern über den Kasten zieht. Unglaubliche Aktion, steht auf der 5-Meter-Kante und zieht den mit der Seite noch über den Kasten hinweg. Wenn man Pech hat, dann passiert eben auch noch sowas. Der MSV wirkte aber weitestgehend frischer in dieser Partie und wollte den nächsten Treffer erzielen. Otavio mit dem Fehler gegen Wiegel. Wiegel mit dem Abschluss. Philipp Herwagen, zuletzt musste er schon viermal hinter sich greifen, als er das erste Mal als Nummer 1 auflief. Gegen Sandhausen gab es ja eine richtig deftige Packung. Vor der Pause aber nochmal Duisburg. Wiegel auf Verhoek und der macht das 0:2. 42. Spielminute. Erstes Saisontor für den Niederländer. Das dürfte ihm auch ein wenig Entlastung geben. Auch um seine Person wurde Kritik laut. Und jetzt machte er den Treffer. Aber Wiegel mit einer sensationellen Partie, was der hier alles auflegte und selbst produzierte an Torgefahr, war herausragend. Und John Verhoek nimmt sich dann einfach mal das Herz und zeigt, was er eigentlich für eine Qualität an den Tag legen kann. Es stand 2:0 zur Pause. Der MSV Duisburg war davor sicherlich nochmal gut motiviert worden und das sah man. Thorsten Lieberknecht stand also vor seinem zweiten Auswärtsdreier. Aber es waren noch 45 Minuten zu gehen und der FC Ingolstadt kam jetzt etwas besser aus der Pause. Aber Daniel Mesenhöhler hält diesen nicht allzu straff geschossenen Schuss relativ sicher zum Eckstoß. Es machte sich im Audi Sportpark aber immer wieder Unruhe breit, weil der MSV Duisburg weiterhin die bessere Mannschaft war. Mit den besseren Chancen, das ist Engin, der setzt sich da irgendwie durch, bekommt trotzdem nochmal den Ball, obwohl Ingolstadt da in klarer Überzahl ist. Und dann hat der MSV wieder den Ball. Schnellhardt, Verhoek, Tashi. Aber der trifft den Ball nicht so richtig, klasse. Aber es kam von Ingolstadt einfach zu wenig. Für ein Heimspiel wieder absolut miserabel, diese Vorstellung. Und der Gast aus Duisburg, die Zebras, wollten es nochmal wissen. Das ist Boris Tashi. Und der machte 10 Minuten vor dem Ende. Alles klar. Der MSV sichert sich den zweiten Dreier in dieser Saison. Und Ingolstadt schlittert immer weiter in eine Krise hinein. Und Alexander Nuri gehen sicherlich auch irgendwann die Argumente aus. Auch wenn man bei solch einer Situation auch mal die Mannschaft hinterfragen muss. Die Transferspolitik, aber dennoch muss man doch mit dieser Mannschaft mehr rausholen. Ingolstadt verliert gegen Duisburg mit sage und schreibe 0:3. Bleibt dahin weiterhin an Tabellenplatz 18. Hat jetzt ein Torverhältnis von minus 17, 26 Gegentore in 11 Spielen. Das ist deutlich zu viel für die Schanzer Elf und der MSV. Unter Thorsten Lieberknecht zum zweiten Mal auswärts, zum zweiten Mal gewonnen. Der FC St. Pauli konnte sich auf den dritten Tabellenplatz absetzen. Und jetzt kam Holstein Kiel ans Millerntor. In der letzten Saison gewann man hier zu Hause 3:2, obwohl die Kieler Störche die bessere Mannschaft waren. Und so sah es auch erstmal hier wieder aus. Die bessere Mannschaft kam aus Kiel und das ist die erste gute Abschlussmöglichkeit. Nach 7 Spielminuten muss Robin Himmelmann das erste Mal eingreifen. Der FC St. Pauli war nicht so gut organisiert, wie man das zuletzt noch in Erfahrung hatte, beziehungsweise in Erinnerung hatte. Und das durfte Markus Kauczynski nicht so gut schmecken. Das Spiel nach vorne auch sehr harmlos und so kam Holstein Kiel zur nächsten Möglichkeit. Mühling auf Kin Zombie, das ist Vandenberg, legt zurück Kin Zombie. Wieder Vandenberg hin, Zombie, Gürt, da kommt St. Pauli einfach nicht ran und dann die Abschlussmöglichkeit, aber wieder Himmelmann auf der Hut. Man merkte beim FC St. Pauli, dass Christopher Buchtmann fehlte, mit einer Gehirnerschütterung musste der weichen zuletzt. Gegen Duisburg wurde er verletzt ausgewechselt. Und so kam sie hier erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur ersten richtig guten Möglichkeit. Das ist Sammy Alagui, goldener Torschütze vom Montagabendspiel, als sie 1:0 gewinnen konnten in der Schau ins Land Reisenarena. Aber es stand torlos 0:0 zur Pause. Die Kieler waren die bessere Mannschaft. Und das zog sich im zweiten Durchgang weiterhin vor. Das ist dem. Über die rechte Seite dann ist Sirais erstmal dazwischen, aber noch nicht gut geklärt. Der FC St. Pauli versucht nicht wirklich auf den Ball zu gehen. Serra mit dem Abschluss. Richtig klasse Aktion.
Aber wieder Himmelmann. Auf den ist im Kastenverlass. Mit einigen weißen Westen schon bereits in dieser Saison. Aber wieder die Kieler Störche. Serra, Gürt. Das war ein sehr gutes Sturmduo. Immer wieder wirbelten sie. Immer wieder gab es Abschlüsse. Aber es fehlte noch das Tor. Jetzt nur noch eine Viertelstunde zu gehen. Und wieder ist das Jani Serra. Gute Flanke. Der Kopfball okay. Und Himmelmann mit dem Ball fest in den Händen. Die Schlussphase lief. Die Lieblingszeit des FC St. Pauli. Da treffen sie eigentlich fast immer in letzter Zeit. Aber diese letzte Möglichkeit vergaben sie. Mats Möller-Deli mit vollem Risiko zieht den Ball gar nicht so schlecht aufs Tor. Der geht aber nur ans Außennetz. Am Ende geht diese Partie 0:0 zu Ende. Der FC St. Pauli wird nicht so unzufrieden sein, weil Holstein Kiel die klar bessere Mannschaft war und dementsprechend dieses 0:0 auch so akzeptabel ist. Bochum empfing den SSV Jahn Regensburg zum Abschluss des 11. Spieltages im heimischen Vonovia Ruhrstadion. Nach 5 Spielminuten konnte Tom Weiland das 1:0 für die Gastgeber erzielen. Zuletzt hatten beide Teams unentschieden gespielt. Bochum entführte ein 0:0 aus dem Volkspark. Regensburg spielte zu Hause 1:1 gegen Darmstadt. Spielten hier auch gut auf und Jan George konnte nach 14 Minuten das 1:0 wiederum ausgleichen. Vor der Pause aber noch das zweite Tor für Bochum. Lukas Hinterseher in der Nachspielzeit des ersten Durchganges mit dem zweiten Treffer. Fehler in der Hintermannschaft wurde direkt bestraft. Sogar das 3:1 von Robbie Cruz in der 54. Spielminute. Regensburg sehr offen und Philipp Pentke dann aus kurzer Distanz machtlos. Regensburg kam aber nochmal ran. 61. Spielminute, Jan George mit dem Doppelpack zum 3:2. Klasse Schuss aus knapp 16, 17 Metern. Keine Chance für Riemann und tatsächlich gab es noch den Ausgleich. Sagis Adamian, 88. Spielminute mit dem 3:3. Es war ein Spektakel zum Abschluss des 11. Spieltages. Beide Teams damit nach 11 Spielen mit 4 Siegen, 4 Unentschieden und 3 Niederlagen im Tabellenmittelfeld zu finden. Bochum sicherlich etwas bedient mit diesem späten 3:3 und Regensburg kann damit sehr gut leben. Jo, hier seht ihr einmal die Ergebnisse der zweiten Liga, der Prognose im Überblick dazu, die passende Tabelle. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Jetzt folgt noch die dritte Liga. Schaut auch einmal dort auf die Tabelle. Könnt ihr gerne anhalten, wenn ihr möchtet. Und dann geht's gleich los mit Braunschweig gegen Osnabrück. Viel Spaß dabei. Heimdebüt für André Schubert bei Eintracht Braunschweig. Und jetzt war der VfL Osnabrück zu Gast. Der Tabellenführer sicherlich nicht der einfachste aller Gegner, den man sich so hätte vorstellen können im Eintrachtstadion. Aber sie spielten gar nicht so verkehrt auf und sie hatten auch die erste Möglichkeit. Kijewski mit dem Kopfball, aber Körber konnte den ohne Probleme abfangen. 26 Minuten schon von der Uhr. Osnabrück zuletzt auch nur 0:0 gegen die Sportfreunde Lotte. Wollten hier mal wieder einen Dreier landen. Tigges im Zusammenspiel mit Schiller. Nach der Ecke kriegt Braunschweig die Sache nicht geklärt. Uahim, guter Pass und Blacher trifft nur den Außenpfosten. Das hätte das 1:0 aus dem Nichts sein können. Ansonsten machte die Elf von André Schubert defensiv einen sehr stabilen und gefestigten Eindruck und konnte immer wieder nach vorne Nadelstiche setzen. Hier aber auch wieder Körber dazwischen. So groß war das Problem für ihn nicht. Nochmal vor der Pause, nochmal Braunschweig und Hofmann ist dann im Pech. Es war aber wirklich eine gute Vorstellung von Braunschweig. Zuletzt 2:0 gegen 1860 München an der Grünwalder Straße präsentierten sie sich doch hier schon wieder deutlich besser am Freitagabend des 13. Spieltages. Der Auftakt also bislang noch torlos. Osnabrück wollte dann im zweiten Durchgang mehr nach vorne bringen. Haider ist das auf Blacher im Zusammenspiel mit Tigges und der ist dann auch im Strafraum, bekommt den Abschluss. Aber das ist nicht wirklich hart geschossen. Kein Problem für Kruse im Tor der Braunschweiger. 10 Minuten jetzt noch zu spielen. Im zweiten Durchgang brachten die Blau-Gelben nicht mehr so viel nach vorne. Und Osnabrück schnupperte am 1:0. Aber es war immer wieder ein Gegenspieler dazwischen. Franjic schmeißt sich da rein, haut alles rein gegen diesen Schuss von Tigges. Und hat Glück, dass er mit der Fußspitze
noch dran ist. Letzte Aktion der Partie. Und Braunschweig wollte den Lucky Punch setzen. Kiewski, Bulut im Zusammenspiel. Gut jetzt durchgesteckt. Und Hofmann legt den Ball nochmal nach außen. Müsste jetzt eigentlich in die Mitte gehen. Franjic mit der Flanke, aber Körber ist aufmerksam und hält so das 0:0 fest. Das geht unter dem Strich in Ordnung. Die Tendenz bei Braunschweig scheint jetzt langsam nach oben zu zeigen gegen den Tabellenführer aus Osnabrück. Zuletzt musste sich der KFC Uerdingen am Betzenberg im Fritz-Walter-Stadion geschlagen geben. Jetzt schlugen sie hier gegen Lotte nach 15 Minuten das erste Mal zu. Stefan Aigner mit dem 1:0 Führungstreffer. Tanju Öztürk hatte in der 33. Spielminute das 2:0 erzielen können. Ein traumhafter Treffer, der die Schau ins Landreisen-Arena in Ausnahmezustand versetzte. Ein klasse Treffer, wie wir hier in der Wiederholung sehen werden. Ansatzlos dieser Seitfallzieher. Es gab nochmal in der 60. Minute Hoffnung für Lotte. Jonas Hofmann mit dem 2:1 Anschlusstreffer. Aber mehr als das passierte nicht mehr. Uerdingen gewinnt nach Niederlage gegen Kaiserslautern wieder mit 2:1. Und Lotte muss sich verdient geschlagen geben. Zuletzt ein Rückschlag für die Würzburger Kickers. Sie verloren 1:0 bei Preußen Münster, konnten jetzt aber gegen den Halleschen FC in der 19. Spielminute durch Peter Kurzweg das 1:0 erzielen. Auf der linken Außenbahn hat er zu viel Zeit, zu viel Platz, läuft dann ein und erzielt das 1:0. Und nahezu eine Kopie dieses Treffers in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bedeutete am Ende auch schon das Endresultat. Im zweiten Durchgang fielen keine Tore mehr. Peter Kurzweg mit dem Doppelpack machte hier alles klar. Würzburg verliert zuletzt gegen Münster, macht es jetzt aber wieder gut mit dem 2:0 gegen den Halleschen FC und ist damit wieder in der Spur. Für den KSC hagelte es zuletzt eine herbe Klatsche. 2:5 zu Hause gegen Wien Wiesbaden und jetzt zu Gast im Alpenbauer Sportpark ist auch nicht die einfachste Aufgabe. Da Unterhaching wirklich gut drauf ist. Tabellenplatz 4 steht da nach 12 Spieltagen. Und die Gastgeber hatten hier auch den besseren Start. Alleingang von Stefan Hein wird da nicht angegangen. Nimmt sich dann auch den Abschluss nach 6 Spielminuten. Aber Obhoff, der beim Spiel gegen Wien die ein oder andere Unsicherheit drin hatte, konnte parieren. Der anschließende Eckstoß von Sascha Bigalke. Weit ausgeführt und da kommt Endres per Kopf ran. Super Möglichkeit, gute Anfangsphase in dieser Partie. Obhoff hat Glück, dass der knapp vorbeigeht. Da wäre er wohl nicht mehr rangekommen. Es passierte dann wenig im ersten Durchgang, deswegen springen wir direkt in die zweite Halbzeit. Knapp über 50 Minuten jetzt gespielt und Unterhaching war die spielbestimmende Mannschaft. Wollte hier den nächsten Dreier einfahren nach dem 1:1. Zuletzt gegen den Halleschen FC. Das ist Stefan Hein mit dem Abschluss. Aber Obhoff ist wieder da. Der beste Mann in dieser Phase beim KSC. Da die in weiß gekleideten Gäste wirklich zu wenig nach vorne brachten und kaum mal einen Abschluss zustande brachten. Stunde jetzt von der Uhr und wieder Unterhaching. Gut dabei von Winkler auf Bigalke mit der Flanke. Die ist präzise. Finn Porath mit dem perfekten Abschluss. 1:0 für Unterhaching nach 61 Spielminuten, sein zweites Saisontor und die absolut verdiente Führung für die Gastgeber. Der KSC lief nur hinterher, womöglich noch vom 2:5 beeindruckt, aber das ist auch zu einfach. Keiner geht mit Finn Porath wirklich mit und er hält dann den Fuß hin. Gute Technik, muss man auch erstmal so machen. Er macht es und belohnt sich damit eben mit seinem zweiten Saisontreffer. Konnte der KSC jetzt mal nach vorne spielen? Sie versuchten es, aber die Abschlüsse und die Möglichkeiten waren auf der anderen Seite. Stefan Hein, wieder die Flanke und da ist Finn Porath abermals am zweiten Pfosten. Und Obhoff staucht da seine Hintermannschaft zusammen, aber das gilt auch für alle anderen 10 Feldspieler. Zu wenig Arbeit nach hinten. Und Unterhaching hätte das schon öfter bestrafen müssen. Jetzt kam die 20 Minuten vor dem Ende. Luca Marseiler und das entscheidende 2:0. Dann oben rechts rein. Absolut schwache Leistung des KSC. Das muss man so hart ausdrücken. Konnten sich nach dem 2:5
ich muss es ein letztes Mal noch ansprechen, nicht regenerieren scheinbar. Unterhaching ist natürlich auch ein starker Konkurrent, aber Unterhaching ist auch nicht unanfällig hinten. Zuletzt auch mal 3:3 gegen Meppen gespielt. Jetzt gewinnen sie hier aber. Der KSC war einfach zu planlos auf dem Weg nach vorne. Und so gewinnt Unterhaching mit 2:0. Absolut verdient. Spektakel gab es zuletzt für Wien Wiesbaden schon in Karlsruhe. Und auch das sollte sich hier so durchziehen gegen den FSV Zwickau. Das 1:0 bereits nach 6 Spielminuten. Dann konnte Mai Könnecke in der 16. jedoch ausgleichen. Die Gäste gaben zuletzt ein 2:0 noch gegen Rostock aus der Hand. 2:2 ging es da am Ende aus. Tarsus Bonga dann sogar mit dem 2:1 in der 29. Spielminute. Es ging wirklich Schlag auf Schlag. Eine sehr unterhaltsame erste Hälfte in der Brita Arena. Der Mann ist stark mit dem Kopf und aus 11 Metern macht er den präzise rein. Doch das war im ersten Durchgang noch nicht der Schlusspunkt. 38. Minute, Manuel Schäffler mit dem 2:2 Ausgleich. Es ging viel über die Außen, viele Flanken von links, von rechts, auf beiden Seiten. Und dann auch Schäffler hier mit dem Kopfballtreffer. Und 3 Minuten vor Schluss, Daniel Kofi Kiere, der auch schon gegen Karlsruhe treffen konnte, da eine überragende Partie ablieferte, machte hier den entscheidenden Treffer, auch wieder per Kopf, ein Aufsetzer, und so gewinnen sie 3:2. Der FC Hansa Rostock konnte nach 31 Spielminuten durch Mervely Biancardi in Führung gehen gegen Fortuna Köln. Die verdiente Führung, da steht er richtig am 5-Meter-Raum und schloss ab. Es gab aber in der 82. Minute noch den Ausgleich, das bedeutete auch das Endresultat. Michael Eberwein mit dem 1:1. Hansa Rostock kommt momentan nicht so ganz raus aus dem Tabellenmittelfeld und Fortuna Köln rettet sich einen Punkt. Der FC Energie Cottbus steckt unten richtig tief im Schlamassel drin. Tabellenplatz 19 nach 12 Spieltagen, aber man hat noch nicht den Anschluss nach oben verloren. Ein Sieg könnte sie schon an dem heutigen Kontrahenten Carl Zeiss Jena vorbeibringen. Die stehen nämlich auf Platz 16 mit nur einem Punkt mehr. Und Cottbus versuchte nach schläfriger Anfangsphase jetzt die Partie zu übernehmen. Gerlach mit dem Fehler und Marcelo Freitas nutzt das aus. 1:0, 24. Spielminute. Das kam zu dem Zeitpunkt relativ aus dem Nichts. Aber trotzdem konnten sich damit die Fans und Pele Wollitz sehr zufrieden schätzen. Dann nutzen sie eine Unachtsamkeit von Gerlach eben aus, der muss den Ball da schnell wegbringen. Aber Freitas ist da, legt sich den Ball nochmal auf den anderen Fuß und schließt dann unhaltbar ab. Klasse Treffer, Koppens chancenlos. 10 Minuten jetzt vor der Pause, nochmal Energie Cottbus. Scheitauer endlich mal wieder von Anfang an zu Hause dabei, direkt mit dem Abschluss. Aber jetzt ist Koppens mal da, kann seine Qualität unter Beweis stellen. Schöner Abschluss aber auch, der auch durchaus hätte passen können. Wir springen in den zweiten Durchgang. Stunde schon gespielt und Jena wollte das 1:1. Das ist starke. Auf Eckert, der den Ball nicht optimal trifft und dadurch wird es sogar nicht unbedingt ungefährlicher. Schießt sich da am Standbein selber so ein bisschen ab, aber dann, naja, aus der Perspektive sieht es dann doch deutlicher aus. Jetzt auch wieder Energie Cottbus mit einem Abschluss. Scheitauer, aber Grösch ist dazwischen, kann es klären, kann sich dazwischen stellen, sodass der Ball nicht auf den Kasten von Koppens ging. Mit dem Knie dazwischen, gut gemacht, gut aufgepasst. Und Cottbus wollte jetzt das 2:0, die Vorentscheidung erzielen. Kruse, aber wieder etwas zu unpräzise. Jena verteidigte jetzt zumindest besser. Die Abschlüsse gab es trotzdem und die Vorentscheidung fehlte eben. Und so hatte Jena nochmal die Möglichkeit. Stärke auf Eckert. Der kommt noch nicht zum Abschluss. Legt den Ball nochmal clever zurück und Erlbeck nimmt sich dann ein Herz. Erstes Saisontor für Niklas Erlbeck. Und in der 81. Spielminute kann er doch noch den Ausgleich erzielen. Das ist die Gefahr, wenn man keins nachlegt. Und dafür wird Energie Cottbus jetzt eben bestraft.
10 Minuten vor dem Ende der entscheidende Ausgleichstreffer für die Gäste aus Jena, die damit besser leben werden können. Wie gesagt, mit dem Sieg wäre Cottbus an Jena vorbei. So stehen sie weiterhin unten drin. Ein Punkt, der sicherlich wehtut und Jena 100 Mal besser schmecken wird. Cottbus und der FC Carl Zeiss Jena trennen sich unentschieden mit 1:1. Der TSV 1860 München konnte zuletzt zu Hause gegen Braunschweig mit 2:0 gewinnen, musste jetzt aber in der 56. Spielminute das 0:1 gegen Groß Asbach hinnehmen. Michael Witztum ist das mit dem Abschluss, wo die Löwen sich aber nicht lange von erholen mussten, weil Philipp Steinhardt in der 59. Minute diesen Freistoß reinhämmern konnte. Es war noch keine Stunde gespielt und es war noch genug Zeit für 1860, da die Partie komplett zu drehen. Aber erstmal dieser wichtige Ausgleichstreffer. Super über die Mauer gezirkelt. Die Grünwalder Straße im Ausnahmezustand. Aber dabei blieb es dann auch. Groß Asbach, die können eben gut verteidigen. Und das musste 1860 zu spüren bekommen. So geht diese Partie mit 1:1 zu Ende. 1860 wird sich ärgern und für Groß Asbach ist das der nächste Erfolg. Bei Meppen gegen Münster konnte Dennis Undaf in der 45. Spielminute das 1:0 für die Gastgeber erzielen. Zuletzt verloren sie 1:0 gegen Groß Asbach. Preußen Münster schlug Würzburg mit 1:0. Etwas überraschend. Das ist hier ein klasse Kopfball. Perfekt gesetzt. Und Preußen Münster hatte aber die Möglichkeit, in der Nachspielzeit das zu egalisieren. Aber Rühle scheitert an Domaschke. So mit blieb es bei diesem 1:0. Bitter für Münster. Sie hätten was mitnehmen können. Verlieren aber mit 1:0. Zum Abschluss des 13. Spieltages war in der Ostalp Arena zu Aalen der 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Man konnte zuletzt gegen starke Uerdinger mit 2:0 gewinnen und jetzt wollten sie das bestätigen. Keine 10 Minuten gespielt und Kaiserslautern mit der ersten richtig guten Möglichkeit. Ristel aber erstmal dazwischen. Hämlein hätte es so machen können wie gegen Uerding. Ein Traumtor ist ihm da gelungen. Aber die Anfangsphase der Roten Teufel war richtig ansehnlich und gut. Sternberg auf Hämlein. Die Flanke von Sternberg, das ist nicht gut geklärt und Bergmann hat einen überragenden Schuss. Per Freistoß schon erfolgreich gewesen in dieser Saison. Jetzt macht er seinen dritten Treffer in der laufenden Spielzeit und was für einen. Hämmert den Ball oben rechts rein. Viele Lautra Fans waren dabei und das ist die Belohnung dafür, dass sie sich hier am Montagabend mit ins Stadion begeben haben. Klasse Abschluss. Nicht unbedingt in den Winkel, aber direkt unter das Dach. Die verdiente Führung also für die Roten Teufel und der VfR Aalen brauchte etwas, um sich davon zu erholen. Dann kamen sie mal über Traut und Ristel nach vorne. Die Flanke kommt dann auch von Traut. Aber naja, zu harmlos. Aalen funktionierte nicht wirklich an diesem Montagabend und der 1. FC Kaiserslautern führte durch das Tor von Bergmann absolut verdient zum Pausenpfiff mit 1:0. Und das wollten sie jetzt aufbauen. Zuck mit dem Eckstoß und Heino nach 51 Spielminuten fast mit dem zweiten Treffer. Das hätte schon die Vorentscheidung sein können, weil Aalen nach vorne wirklich wenig einfiel und Lautern das Spiel absolut in der Hand hatte. Nur 5 Minuten knapp später. Wieder Kaiserslautern, jetzt über die rechte Seite. Das ist Dominik Schad. Hat lange den Ball, spielt auf Zuck und da ist Biada. Kriegt den Ball auch aufs Gehäuse. Aber Bernhard ist da und begräbt den Ball unter sich. Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Es kam nach wie vor von allen nichts. Aber Kaiserslautern machte auch eine richtig gute Partie. Wieder Julius Biada. Präzise flache Flanke. Schad scheitert erst an Bernhard, setzt aber am schnellsten nach. Und macht das 2:0. Die Entscheidung in der 78. Spielminute. Und der 1. FC Kaiserslautern springt weiter in der Tabelle nach oben. Absolut verdient. Diese 2:0-Führung ist Bernhard erst noch überragend da. Aber Schad setzt nach, trifft dann die Unterkante der Latte. Und von da geht der Ball dann hinein ins Nest. Bedeutete logischerweise die Entscheidung, aber der 1. FC Kaiserslautern hatte noch nicht
genug. 3 Minuten jetzt vor dem Ende. Nochmal Thiele auf Julius Biada und der konnte sich jetzt endlich auch belohnen. Eine Vorlage hat er ja schon gemacht und jetzt in der 88. Minute mit seinem zweiten Saisontor macht er das 3:0. In der Höhe auch absolut verdient. Der erste FC Kaiserslautern mit einer klasse Partie richtig super eingestellt. Das ist gut gespielt, gut abgeschlossen. Und so verdient man sich dann das 3:0. Schon wieder zu 0. Auch das dürfte den Fans der Roten Teufel und allen Spielern und dem Trainerteam sehr gut gefallen. Lautern gewinnt absolut verdient mit 3:0 gegen VfR 1 zum Abschluss des 13. Spieltages. Jo, hier seht ihr noch einmal die Ergebnisse der Prognose und die Tabelle im Überblick. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben natürlich freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ja, ciao.